Moin Leute und herzlich willkommen zurück mal wieder zu Python. Ihr habt es schon mitbekommen, wir machen jetzt noch ein paar weitere Videos zu Python, weil Python einfach unglaublich spannend und sehr, sehr nützlich ist und ja, vielleicht habt ihr da noch Verwendung dafür. Was wir heute machen wollen, sind JSON-Dateien. Ich habe hier einfach mal was dreist kopiert von api.coindesk.com. Die stellen euch eine API zur Verfügung, die euch permanent den aktuellen Bitcoin-Preis gibt. Und ja, ich dachte mir, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, wie man hier mit einer API gut umgehen kann. Klar, ihr wollt das nicht immer kopieren. Wir werden dieses Video hier jetzt mit Kopieren arbeiten. Im nächsten Video werden wir tatsächlich auch an die API drangehen und online die Werte anfragen. So, also das Ding ist als JSON modelliert hier. Und das sehen wir hier dran. Wir haben hier erstmal das hier. Das heißt, wir haben erstmal eine geschweifte Klammer auf. Und dann können wir hier einen Doppelpunkt haben. Und dann haben wir hier verschiedene Werte. Ups, das wollte ich natürlich nicht. Eben genau diesen Wert. Und dann sehen wir hier wieder geschweifte Klammer zu. Dann haben wir hier noch einen Disclaimer. Und dann schauen wir mal weiter nach hinten. Chartname haben wir hier. BPI haben wir hier. Ich habe es noch nicht schön formatiert, tut mir leid. Aber ja, ich denke, dass die meisten von euch die API oder generell das JSON-Datenformat kennen. Ich werde trotzdem nochmal ganz kurz erklären, was das jetzt genau ist hier. Also das reicht erstmal. Und zwar, wenn wir hier das uns angucken, dann ist es eigentlich ein assoziatives Array. Und zwar als ersten Punkt haben wir da Time. Und Time enthält wiederum weitere Punkte. Nämlich hier einmal von hier bis hier einen weiteren Punkt sozusagen mit Updated, Updated ISO, Updated DUC. Das heißt, da können wir drauf zugreifen, aber wir können auch über Disclaimer drauf zugreifen. Das heißt, Disclaimer liefert uns direkt diese Daten hier, während Time liefert uns wiederum ein weiteres inneres JSON sozusagen. Und das kann natürlich nochmal nested sein und nochmal und nochmal und nochmal. Wir sehen es hier. Wir bekommen hier unten über BPI bekommen wir wiederum ein JSON, das ist hier USD, also für US-Dollar. Und das wiederum enthält noch ein JSON, da kann nochmal eins drin sein und so weiter und so fort. Und damit umzugehen, das Ganze wirklich selbst zu parsen, das ist mega umständlich. Deswegen gibt es eine wunderbare Library, die nennt sich Import JSON. Beziehungsweise die Library heißt nur JSON, aber wir wollen natürlich importen. Und wenn ihr Dateien lest, dann ist es ein bisschen anders, wie wenn ihr das Ganze von Webseiten lest. Ihr müsst es natürlich irgendwie erstmal da reinkriegen. So, deswegen sagen wir jetzt hier erstmal Data, das ist meine Variable, in der speichere ich nachher mein JSON. Und dann können wir hier sagen, okay, wir wollen hier jetzt dieses Ding lesen. Das Ding nennt sich data.json, liegt im selben Ordner. Das heißt, es ist einfach eine stinknormale Datei. Und die kann ich auch öffnen als stinknormale Datei. Sprich, with open data, ups, ich sollte vielleicht Anführungsstriche benutzen. Data.json file. Ihr könnt natürlich das Ganze auch in eine Variable reinschreiben und File ist gleich Open Data von JSON schreiben. Ich mache das aber in letzter Zeit eigentlich ganz gerne mit diesem With. Ist einfach nur eine andere Schreibweise, funktioniert genauso. So, und dann sagen wir hier JSON.load. Und hier einfach die Datei rein, sprich File und gut ist. Jetzt könnt ihr damit arbeiten. Aber dazu müsst ihr nicht mal mehr die Datei offen lassen, sprich ihr könnt sich hier wieder schließen. Das heißt einfach wieder nicht mehr einrücken und das ist sozusagen dann der Punkt, wo die Datei automatisch wieder geschlossen wird. Und jetzt könnt ihr mit dem Data arbeiten. Also können wir zum Beispiel sagen, print data. So, jetzt schauen wir uns das alles mal an. Naja, sieht eher unschön aus, aber es hat offensichtlich alles geladen, was wir wollten. Ich mache das mal gerade noch ein bisschen größer. Es hat offensichtlich alles geladen, was wir wollten. Jetzt wollen wir da natürlich irgendwie drauf zugreifen. Und das machen wir, indem wir hier einfach sagen, data von time. Bam. Was wir jetzt bekommen, ist eben genau diesen ersten Aspekt, also dieses Time hier. Alles, was hier drin steht, nämlich von Updated bis zu diesem Klammer zu hier hinten, also Update DUC bis BST hinten, das ist sozusagen das, was wir bekommen. Interessiert uns jetzt nicht, das heißt, wir wollen vielleicht lieber BPI haben. Und wobei, wir wollen vielleicht die Rate hier haben. Nee, wir wollen diese Rate hier haben. Also wir sagen BPI. Wobei, ich glaube, hinten haben wir sogar noch irgendwo Euro rumfahren. Ja, hier haben wir Euro rumfahren. Das interessiert uns doch viel mehr als alles andere. Deswegen sagen wir, wir wollen jetzt die Euro-Rate haben. Also gehen wir nicht auf Time, sondern wir gehen plötzlich auf Euro. So, und wenn wir das jetzt ausgeben, dann sehen wir, dass es das nicht gibt. Ups, habe ich wohl was falsch gemacht, weil wir erst auf BPI zugreifen müssen. Naja, gut. BPI.
Und dann sehen wir hier, okay, wir haben hier haufenweise Zeugs, aber wie kommen wir jetzt an Euro? Und da ist es eigentlich relativ einfach. Wir gehen einfach nochmal hinten dran. Das heißt, es ist einfach eine mehrdimensionale Liste, die wir dann einfach immer zugreifen können. Dann sehen wir hier, okay, wir haben Code, wir haben Euro, wir haben Symbol, wir haben bla bla bla. Achtung, das ist alles als String kodiert. Das heißt, okay, das hier ist jetzt als tatsächlicher Float kodiert worden. Das hier vorne ist aber ein String, also Vorsicht hier, ne? Vor allem dieses Komma, dieser Punkt, der muss von euch noch irgendwie widerrufen werden. Aber ich würde einfach mal auf Rate-Float zugreifen und natürlich in Anführungsstrichen, weil ich nicht doof bin. So, und dann sehen wir plötzlich, wir haben unsere Rate und so bekommen wir quasi aus unserer JSON-Datei die Rate für Bitcoin permanent raus. Jetzt ist es natürlich alles noch nicht online, das wollen wir dann nächstes Mal machen, weil wir natürlich auch gerne mit APIs von Webseiten arbeiten wollen. Aber an der Stelle möchte ich das Ganze erstmal beenden, zumindest das Lesen, und euch noch ein paar andere nützliche JSON-Funktionen zeigen. Und zwar, wenn ihr das Ganze ausgibt, dann haben wir gesehen, wenn wir hier einfach nur Data ausgeben, dann sieht das echt richtig furchtbar aus, also so kann man das ja nicht lassen. Deswegen denkt man sich normalerweise, man sollte es irgendwie hübscher darstellen. Und das macht man, indem man JSON.dumps aufruft, nämlich Data rein, das ist unsere Datei, nicht unsere Datei, unsere Daten, die wir hier geladen haben. Und dann kann man sagen, ich möchte gerne eine Einrückung von 4 haben. 4 ist so ein bisschen der Standard. Und dann sehen wir plötzlich, es wird alles richtig aufgedröselt, also alles richtig auch ausgegeben. Und wir brauchen uns dann nicht mehr irgendwie um die Formatierung kümmern. Und es sieht alles plötzlich viel, viel schöner aus. Ist durchaus nützlich, wenn man das Ganze lesen möchte, weil man da auch sieht, was da wirklich zusammengehört. So, und ja, jetzt wollen wir natürlich vielleicht auch noch ein bisschen schreiben können damit. Und ach so, übrigens noch eine Sache. Das hier liefert euch eine Variable zurück. Die könnt ihr auch zwischenspeichern. Und mit der könnt ihr arbeiten. Das liefert euch dann einen stinknormalen String zurück. Das ist quasi super zum irgendwie mit Strings dann am Ende hantieren. Aber Vorsicht, wenn ihr da irgendwas versucht reinzupacken oder sowas. Es ist kein offizielles JSON mehr, sondern es ist tatsächlich JSON encodiert in einem String. Ja, wenn wir das Ganze jetzt aber irgendwie verändern wollen, dann muss man das ein bisschen anders machen. Und zwar, wobei man muss es nicht anders machen, man muss im Prinzip muss man es genauso machen wie bei einer mehrdimensionalen Liste. Das heißt, wir sagen jetzt hier Data von, so, und was hatten wir gesagt? Wir wollen uns das BPI erstmal holen. Ups, Anführungsstriche. BPI, dann wollen wir natürlich den Euro-Wert haben und dann wollen wir die Rate-Bodenstrich Float haben. So, und die setzen wir jetzt einfach mal auf 2,3. Das ist lächerlich wenig für Bitcoin, aber hey, machen wir einfach mal. Und wir sehen hier plötzlich, Rate Float ist dann auf einmal 2,3. Perfekt. Das heißt, wir haben den Wert offiziell geändert und jetzt können wir natürlich, da das Ding hier uns einen String rausliefert, können wir das auch ganz normal in eine Datei schreiben, wie wir es eben mit normalen Dateien auch machen würden. Sprich einfach statt Print eine Datei öffnen und dort write aufrufen. Zum Beispiel, schreiben wir einfach mal in data2.json fout nennen wir sie jetzt einfach mal. fout.write. So, und dann schreiben wir das da rein. Bam. Und wir haben keine Datei. Ich sollte sie vielleicht noch als Schreibdatei öffnen, sonst wird das nichts. Das hier oben haben wir als Read-Datei geöffnet, aber jetzt haben wir sie als Schreibdatei geöffnet und wir sehen plötzlich hier ist jetzt der komplette Code von unserem Dings mit der veränderten Rate, die wir hier eingetragen haben. Wunderbar. Und jetzt haben wir im Endeffekt gelesen, wir haben geschrieben, wir haben verändert, wir haben auch hübsch formatiert und ja, das ist im Endeffekt alles, was ich euch dieses Video zeigen wollte. Nächstes Mal machen wir das Ganze mit Online-APIs, also sprich die von Coindesk, weil wir mit der auch gerade schon gearbeitet haben. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!